Herr Stubbs, Sie bewerben sich auch für die Kommissionspräsidentschaft. Der Parteitag der EVP, der wird in Helsinki stattfinden. Das ist ja quasi Ihre Heimat. Wie zuversichtlich sind Sie, dass Sie sich im Rennen gegen Manfred Weber durchsetzen? Das hilft immer, aber ich muss sagen, dass dieser ist vielleicht eine Fußballmatch. Finnland gegen Deutschland. Und normalerweise ist Deutschland sehr gut. Aber jetzt in der Europäischen Liga haben wir 4 Matchen gewonnen. Wir sehen uns in Helsinki. Es ist sehr interessant. Ein guter Kampf. Die Finnen sind bekannt für ihre Sauna. Heißt das, dass Manfred Weber sich einstellen muss, ordentlich zu schwitzen gegen Sie? Ja, also wir sind sehr gut kennen von der Sauna. Aber ich glaube, dass man hat sehr gute Saunas auch in Bayern. Was sind die Themen, die Sie voranbringen wollen, sollte am 8. November dann die EVP sich entscheiden, Sie zum Spitzenkandidaten zu machen? 3 Themen. Die erste ist über Werten. Also wir brauchen europäische Werten jetzt. Die zweite ist über Technologie und die dritte ist über Sicherheit. Herr Stubb, dann bin ich gespannt, was daraus wird und vor allen Dingen, was nachher am 8. November rauskommt. Ich danke für das Interview.